Frau Uhl, wie aufgeregt sind Sie an diesem Abend und warum? Also ich bin sehr aufgeregt. Es lässt auch nicht nach irgendwie, dass man denkt, es gibt eine Routine im Nominiertsein. Und ich bin nominiert und deshalb bin ich aufgeregt. Ich würde es gerne mit nach Hause nehmen, weil wir als Team einen ganz, ganz schweren Job hingelegt haben und uns einem Thema gewidmet haben, wo man eigentlich lieber davonrennen möchte. Also ich habe es vielleicht nicht verdient, aber das Team. Und deshalb wäre der Preis für nicht weggucken und nicht davonrennen vor einem sehr, sehr schweren Thema. Verraten Sie mir bitte ein kleines Geheimnis. Schreibt man heimlich eine Dankesrede vorab, auch wenn man noch nicht weiß, ob man den Preis bekommt, oder lässt man das improvisiert? Also aus Angst vor einem Blackout gibt es so Gedanken vorher. Man überlegt so, was bewegt mich, dann legt man sich was im Kopf zurecht. Das kann aber in dem Fall auch schief gehen, wenn man alles vergisst oder so. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ob die am Ende Sinn ergeben, weiß ich nicht. Und wenn man den Preis nicht kriegt, sagt man sich, ach, muss ich wenigstens nicht reden.